Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wollte ich euch mal ein paar E30 zeigen, die neu in meiner Sammlung sind. Dabei handelt es sich um Customs, die diesmal ausnahmsweise nicht von mir sind. Gut, zugegeben, ganz taufrisch sind sie jetzt nicht mehr bei mir. Hab sie jetzt schon ein paar Tage, und zwar einmal hier den TicTac E30 aus der DTM. Und dann haben wir hier noch einen Bastos E30. Ich glaube, das war so ein Rallye-Wagen. Jedenfalls hat der schon seine beste Zeit hinter sich. Aber ich fand dieses Bild, als ich es das erste Mal gesehen habe vom Verkäufer, sehr interessant. Ist eigentlich nicht unbedingt das, was ich mir ins Regal stellen würde, aber es ist ein E30 und ich fand ihn interessant. Fakt ist jedenfalls, ich werde den Wagen wohl auf ein Diorama packen. Aber als erstes müssen die Felgen runter. Gut, die Felgen sind schon runter, da kriege ich noch ein paar Stahlfelgen, die dann natürlich nicht so chromleuchtend sind. Die Felgen von dem Auto habt ihr schon auf dem Audi S4 gesehen. Link gibt es jetzt oben in der Ecke. Ja, und ansonsten, wie gesagt, er bekommt halt Stahlfelgen, die dann noch entchromt werden oder zumindest dem Rest des Autos angepasst werden. Und dann werde ich das Ganze auf ein Diorama packen und das Auto unter einem Baum packen, weil man sieht ja, ungefähr so soll es dann aussehen. Zwar nicht auf dem Diorama, weil das ist das Diorama, was ihr sonst schon kennt, bloß diesmal von hinten. Aber ungefähr so habe ich es mir vorgestellt, und es sind ja auch ein paar Oregano-Blätter auf dem Auto. Die sehen halt nach alten Laubblättern aus. Fand ich sehr interessante Idee, und Diorama wird demnächst gebaut. So, hier haben wir dann den TicTac E30 DTM-Ausführung. Gut, die Felgen sind nicht ganz zeitgemäß, aber da muss man ja momentan nehmen, was man kriegen kann. Und ich glaube, ein bisschen tiefer werde ich ihn noch legen, aber ansonsten absolut genialer Umbau. Gefällt mir wirklich richtig gut. Auch da habe ich ein Bild gesehen von jemandem, der dieses Auto eigentlich bloß mal zeigen wollte, und habe dann einfach mal ein Sold drunter geschrieben, weil ich fand das Auto so geil. Und ja, nun habe ich quasi einen Klon davon da und finde auch diesen sehr gelungen. Da wurde sogar auch das Cockpit umgebaut, und außerdem ist mein Kärcher mein Kärcher 190er jetzt nicht mehr ganz so einsam mit dem TicTac E30. Ich vermute, da werden noch ein paar DTM-Fahrzeuge folgen. Haben wir schon zwei weitere 190er organisieren können. Und auch ein paar E30 habe ich noch hier. Und außerdem hat der Hot Wheels den Ford Sierra angekündigt, so wie er auch in der DTM gefahren ist. Und da muss es zumindest noch der Wirt Sierra werden, weil den finde ich echt genial. Der Texaco Sierra, ist jetzt nicht ganz so mein Ding. Außerdem gibt es den ja von, ich glaube, Inno. Ja, und wenn man die Autos hier so anguckt, also ich finde sie beide sehr geil. Den Kärcher kann ich euch zeigen. Link gibt es oben rechts jetzt in der Ecke. Und beim E30, ja, da wurde auch bei den Scheinwerfern und beim Grill und allem drum und dran mit Decals gearbeitet. Ist sehr gelungen und natürlich etwas detaillierter als bei meinem 190er. Ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Euch haben die Autos gefallen. Wenn ja, dürft ihr mir gerne ein Like da lassen. Wenn ihr mehr bunte Autos sehen wollt, ob Neuvorstellungen oder Umbauten, dann lasst mir gerne auch ein Abo da. Wir sehen uns dann wieder nächsten Freitag. Bis dahin bleibt gesund und ciao, ciao.